Also für die Dinger allgemein brauche ich 23 Eisen. Ich pack das mal zurück. Also für die Dinger allgemein brauche ich 23 Eisen. Für die Pistons brauche ich 46 Eisen. Also die Drawer. Ne, da fehlen uns noch Kisten. Und für die Kisten fehlt uns Holz. Okay. Ich habe verstanden, ich muss Holz hacken gehen. Aber bevor wir Holz hacken gehen, schauen wir doch mal nach unserem Aluminium. Oh, wieder zwei fertig. Oh nein, drei sogar. Ja, jetzt geht's aber ab. Ihr werdet sehen, gleich werden wir viel zu viel haben. So. Ach nee, sind wieder nur fünf. Oh, ich brauche wieder... Ich brauche wieder Kupfer. Habe ich nicht hier noch Kupfer drin? Jo, Kupfer. Kupfer. So, das habe ich. Jetzt fehlt nur noch das da. Das haben wir auch fast. Dann kann ich ja schon mal... Entschuldigung, hier ein normales reintun. Nein, Quatsch, kann ich nicht. Da könnte das andere dann noch rein. Ich muss ja das dann auch gießen. Genau, ich brauche Holz. Und Quatsch, hier wollte ich da Kirschen wegtun. Damit ich den Baum ohne schlechtes Gewissen abholzen kann. Weil wir haben immerhin die Früchte gerettet und können die nachproduzieren dann. Wenn das doch irgendwo Platz hat. Ja, hier. Ja, wir müssen Bäume nachproduzieren. Ich brauche noch so viel Holz. Das war am Anfang von Minecraft immer so viel Holz brauchen muss. Da ist doch ein Holz drin, ich sehe dich doch. Keine Ahnung, was ich jetzt gehämmert habe. Auf jeden Fall war es kein Holz. Der hat sehr viele Äste. Okay, da ist noch einer. Da ist noch einer. Hier ist noch ganz viel. Ich will mal angewöhnen, so Blätterzeug nicht mit der Axt wegzumachen. Sondern mit der Hand. Ist hier denn überall noch was? Lol, direkt vor mir. Wow. Das ist ein neues Level von Blindheit. Aber kann es sein, dass hier zwei Bäume ineinander laufen? Gott sei Dank, ich glaube, ich habe mir gerade den Boden und den Füßen weggemacht.
Und ich halte mich wacker. Wisst ihr noch, was ich vor 3 Sekunden gesagt habe? Oh, hoppala. Dass ich runterfallen werde. Dass ich mir angewöhnen muss, das Splitterzeug nicht mit der Axt wegzumachen. Was macht sie? Sie macht das Splitterzeug weiterhin mit der Axt weg. So. Es ist halt scheiße, wenn ein Baum in den nächsten übergeht. Was dran. Aber ich muss eh noch so viele Bäume hier wegmachen, weil ich die natürlich alle schön gepflanzt haben will. Wenn ich irgendwann mal mir vielleicht ein Konzept für dieses Dorf überlegt habe, wie es aussehen sollte. Moment. Entschuldigung. Was wollte ich jetzt sagen? Wow, ich bin... Alter, wie hardcore. Mann, wie schnell man mich ablenken kann. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das hat keinen Sinn. Wie dumm. Aber mir fällt was Neues ein. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich noch so alles in mein Dorf packen soll. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt an Häuser oder so, könnt ihr das gerne machen. Oder auch so Gestalterungsideen oder Ideen für neue Dörfer. Liebend gerne in die Kommentare. Ich freue mich über alles, was ihr schreibt. Wirklich. Und wenn es da high ist. Ich freue mich über alles. So. Okay, wir können mal schlafen gehen. Wir haben... Oh, da sind wieder Haufen gewachsen. Wir haben wieder ein bisschen Holz. Boom. Ich wollte schlafen gehen. Kennt ihr das, wenn ihr zu Hause seid und ihr geht so von einem Raum in den nächsten Raum und habt dann vergessen, was ihr in den Raum wolltet? Das ist das Türrahmen-Syndrom. Ich glaube sogar, dass es hieß so. Irgendwie so in der Art. Dass, wenn man durch diesen Türrahmen durchgeht, vergisst man, was man wollte. Das habe ich so oft. Ich habe sogar in Minecraft. Das ist Next Level Shit. So, wir haben hier wieder 2. Ja. Oh, jetzt ist der auch endlich gewachsen. So, jetzt brauchen wir dann aber auch, glaube ich, den gar nicht mehr. Wir wollten Aluminium Brass. Wir brauchen doch nur noch ein bisschen. Haben wir's? Ja! Oh mein Gott, wir können unser Ding bauen. Unsere Ding-Axt. Wir haben jetzt gesagt, wir machen die aus Eisen erstmal, ne? Den Prototypen. Habe ich Eisen noch drin? Nee, Aluminium, Kupfer, Aluminium, Brass. Dann brauche ich Eisen. Ich pack mal das ganze Eisen da rein. Für was soll ich sonst brauchen? So... Okay. Wir müssen warten. Aber wir können schon mal... Dich packen wir da rein, dich packen wir da rein. Dann warten wir, bis das erste Aluminium durch ist. Das Zeug, das was ich trinke, ist so sauer. Oha.
Schön ist auch, ich will jetzt aktuell wieder auf Wasser, also auf komplett Wasser umsteigen, weil ich trinke ja immer diese Adler Holzner, keine Werbung übrigens, Adler Holzner Saftzeug, weil ich immer ein bisschen Geschmack bei mir im Trinken brauche. Oh, wow. Und ja, da das aber fucking viel Zucker hat und ich gerade so einen Gesundheitstrip habe, würde ich gerne davon wegkommen. Und das wird sehr schwer. Ich weiß, dass es sehr schwer wird. Weil ich kenne mich. So, das wird fest. So, das wird auch fest. Dann können wir das auch daraus tun. Das kommt doch da rein. Wo kann ich denn diese Schablonen aufbewahren? Ah, lol. Hier, nein. Quatsch. Da kann eins rein. Jetzt, wenn das fertig ist, kann man wieder Ingots machen. Wobei eine Axt auch nicht verkehrt wäre. Ja, eine Pickaxe. Jetzt weiß ich gerade, warum ist denn das schwarz? Das ist Gott sei Dank nicht schwarz. So, wir brauchen eine Lumberaxe, oder? Lumberaxe. Yes. Magnetic. Okay. Wir haben eine Lumberaxe. Das ist natürlich erstmal unsere normale. Töten müssen wir sie. Warum hängst du denn jetzt da noch? Was habe ich denn jetzt da wieder vergessen? Ich bin so ein Blindfisch manchmal. Wow, okay. Und eigentlich habe ich diese. Ich habe die Mod mit der zweiten Leiste unten eigentlich hauptsächlich wegen meinen Tinker-Sachen. Halt, wir müssen jetzt die normale kaputt machen. Sobald wir irgendwann mal eine längere Höhlentour machen, und die werden wir machen müssen, weil wir Ding brauchen, Redstone, werde ich wahrscheinlich auf. Also hoffe ich, dass ich Diamant finde, damit ich mir Obsidian holen kann. Damit wir in den Nether können. Yay. Wobei der Nether ist cool ohne Monster. Mit Monster ist er auch cool. Aber nicht mit diesen More Creatures Monstern. Damit ist er scheiße. Damit mag niemand den Nether. Okay, ich brauche Saplings. So. Okay. Ach, Gott sei Dank. Natürlich, jetzt bin ich. Toll. Ah, doch! Oh, es ist schön. Es macht so viel einfacher. Oh. Ich liebe Tinker. Ach, schön. Tinker macht alles so viel schneller. Yay. Okay, die da unten haben wir jetzt. Den Teil haben wir abgehakt. Dann kommen wir weiter zu unseren Drawern, ne? Ja, ich glaube, Holz habe ich jetzt auch genügend.
Wie viel Holz brauche ich noch? 138. Achso, Holz habe ich sowieso schon. Ah, ich brauche... Stimmt, ich brauche die Kisten. Wie viele Kisten habe ich denn? 15. 23. 8 Kisten brauche ich noch. Kriegen wir das hin irgendwie? Jo. Sicher. Da haben wir schon mal 6. Ich hatte gar nicht so viele. Ja, komm. Ich will nicht zu viel machen. Wie viel waren es? 23, ne? Okay. Gut, die 23 Kisten haben wir auch. Ach ja, ich brauche noch Cobblestone und Redstone und Eisen. Beides Eisen. Es sind noch 33 Eisen. Das kann ich ja eigentlich rauslassen. Das haben wir ja jetzt theoretisch unten. Dann würde ich sagen, gehen wir da nach Höhlentour, ne? Wie viel hatte ich gesagt? 33, ne? 13. Easy peasy. War so berechnet. Okay. Also, da 33, da haben wir hier 46. Das heißt, wir haben 46 Eisen fertig. Okay. Dann brauche ich jetzt wahrscheinlich nochmal eine neue Kiste, aber wir haben ja Gott sei Dank zu viele gemacht. Wo ich meinen Scheiß reinlegen kann. Ich brauche unbedingt ein Lager. Ey, das ist... Das kann so nicht weitergehen. Da. Ich pack das mal hier alles so rein. Keine Ahnung, warum ich das Schwert dabei habe. Die Spitzhacke kommt hier hin. Theoretisch kommt da eine Axt hin. Ich brauche auf alle Fälle mein Dirt. Oh fuck, ja, ich brauche Fackeln. Ich brauche Holz. Ich muss überlegen. Also ich brauche Dirt, ich brauche Holz. Holz auch für Fackeln. Dafür brauche ich noch Kohle, die muss ich mir hier snacken. Hier. Kann ich die Stickies auch gleich mitverwenden? Weil ich brauche ja leider Fackeln. Eisen brauche ich. Das holen wir uns unten noch. Den mache ich mal leer. Na? So, ich brauche ganz dringend noch Eisen. Eine Werkbank brauche ich noch. So, jetzt mache ich hier noch schnell 8 Fackeln. So. Was brauche ich noch? Nichts mehr eigentlich. Ich habe Fackeln, Kohle, Holz für Fackeln, Erde, Eisen nehme ich noch mit, Spitzhacke. Passt eigentlich, ne? Passt eigentlich. Okay, dann gehe ich jetzt schlafen und dann gehen wir noch runter und holen Eisen. Und dann gehen wir in die Höhle. Wir hatten ja direkt vorm Ding eine Riesenhöhle, ne? So.